Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mit einer kleinen Challenge verbunden mit einem Fotowalk. Die Challenge heißt 10 Tage, 10 Fotos. Ins Leben gerufen wurde diese Challenge von meinem befreundeten YouTuber, dem Michael Zigan. Wir haben ja auch schon einige Videos zusammen gemacht. Und zwar hat der Michael sich ausgedacht, er sucht sich mal 10 YouTuber zusammen. Und an 10 Tagen aufeinander gibt es dann jeweils von einem YouTuber ein interessantes Video für euch. Alle Videos, alle YouTuber verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wer von euch die Videos noch nicht gesehen hat, denn einige liefen jetzt schon hier, wenn ihr dieses Video seht, denn ich bin so in der Mitte der 10, ich bin Nummer 5, dann könnt ihr euch die anderen 4 Videos, die vor mir gekommen sind, natürlich entsprechend dann auf den Kanälen angucken. Und die, die nach mir kommen, verlinke ich euch auch, könnt ihr euch natürlich angucken. Ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere von euch ein interessantes Video bei einem der anderen YouTuber findet und vielleicht lasst ihr ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt. Also ihr Lieben, 10 Tage, 10 Fotos und genau unter dieser Rubrik läuft mein heutiger Fotowalk. Fotowalk alleine war mir jetzt natürlich nicht Challenge genug. Das heißt, ich habe mir überlegt, was könnte ich jetzt noch hier für einen Mehrwert ins Video packen, außer dem tollen Fotowalk mit hoffentlich schönen Bildern vom Sonnenuntergang an der Ostsee. Und da kam mir ein Kommentar von euch eigentlich ziemlich gelegen. Und zwar hat mir jemand von euch geschrieben unter eines meiner letzten Fotowalk-Videos: Rico, mit deinem riesen Rucksack erinnerst du mich immer an einen Lastenträger, an einen Sherpa. Das fand ich ziemlich lustig, denn in der Tat ist es natürlich nicht so, dass ich immer so einen riesen Rucksack mit habe. Den großen Rucksack, meinen Lopro, den habe ich tatsächlich mit, wenn es auf ein Tagesfotowalk geht, wenn es mehrere Tage irgendwo hingeht, aber ich habe ihn tatsächlich nicht immer mit, wenn ich auch in Urlaub fahre oder ich habe ihn auch nicht mit, wenn ich zum Beispiel mal abends mit der Familie unterwegs bin oder tatsächlich, wenn ich hier mal ganz alleine zur Ostsee abends fahre, um einfach mal einen Sonnenuntergang zu fotografieren. Dann geht es nämlich auch wesentlich kleiner und zwar zeige ich euch mal hier mein Herrenhandtäschchen, was ich mir auch heute für diesen Fotowalk gepackt habe. Das ist nämlich ziemlich klein, ziemlich genial und du hast eben nicht viel Gepäck, was du mit dir rumschleppen musst. Und trotzdem ist in dieser kleinen Tasche hier, ich zeige es euch nochmal, alles drin, was ich zum Fotografieren brauche. Ich habe eine tolle Kamera dabei und selbst auf meine Filter habe ich nicht verzichtet. Und ich habe sogar noch einen Lensball, der ist hier an der Seite auch mit drin. Auch den habe ich mit, das heißt, alles, was ich für ein cooles Foto brauche, tja, habe ich dabei. Und ich brauche keinen riesen Fotorucksack. Was ich jetzt für eine Kamera mit habe, wo ich jetzt bin und ja, ob wir heute Abend vielleicht einen schönen Sonnenuntergang hinbekommen. Noch sieht es ganz gut aus. All das, das gucken wir uns jetzt zusammen mal an. How I tried, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's a doubt in my mind. Wo bin ich denn heute mit euch unterwegs? Ich bin ganz in der Nähe von Graal-Müritz an der Ostsee. Von Rostock kommt ihr durch einen Ort Richtung Graal-Müritz, der heißt Torfbrücke. Da geht links ein Weg ab und da geht es dann zum Ostseecamp Graal-Müritz. Das Ganze ist ein Zeltplatz, aber die haben einen schönen großen Parkplatz und da kann man nämlich parken und dann ist es fußläufig gar nicht so weit. 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie gut ihr zu Fuß unterwegs seid und dann seid ihr schon am Ostseestrand. Der Ostseestrand, ja, ist ganz nett. Wenn ihr auf den Strand zukommt, rechte Hand, ist es sicher interessant für Badegäste. Das ist für mich aber weniger interessant, denn ich möchte nach links gehen. Da ist der Strand nämlich ziemlich naturbelassen. Weniger interessant natürlich für Badegäste. Wir haben ja einen ziemlich ungeeigneten Badestrand, liegen Steine im Wasser. Es gibt umgestürzte Bäume. Aber genau das ist es natürlich, was wir zum Fotografieren haben wollen. Der Strand erinnert mich so ein bisschen an Weststrand. Ziemlich naturbelassen und deshalb eine super Location zum Fotografieren. Die Sonne steht gut, das heißt, sie dürfte hier über der Ostsee untergehen. Das heißt, rechts vom Walde, wollte ich gerade sagen, rechts über dem Wasser geht die Sonne unter. Links haben wir den Strand und den Wald. Könnte eine coole Location geben. Damit ihr seht, was ich meine, gehen wir jetzt mal in die Richtung und dann schauen wir uns mal zusammen hier diesen naturbelassenen Strand an und suchen uns auch schon mal das erste Fleckchen, wo wir ein cooles Foto machen können. You, ooh, 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 and all the things that you do, ooh, ooh,
shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Am Strand hinter mir gab es mal schöne alte Buhnen. Die bieten sich ja an, diese Wellenbrecher, gerade wenn sie so ein bisschen verwittert sind, für ein schönes Fotomotiv. Tja, das hat man uns leider jetzt hier genommen. Man hat nämlich die Buhnen gerade ausgetauscht. Sieht erstmal nett aus, aber ist natürlich ziemlich neu und ziemlich unspektakulär zu fotografieren. Und deshalb gehen wir noch ein bisschen weiter in die andere Richtung, denn da gibt es hoffentlich noch die eine oder andere alte Buhne. Auf jeden Fall gibt es wesentlich unberührteren Strand dort und schöne umgestürzte Bäume, will ich auch hoffen. Die letzten Tage war es ziemlich stürmisch, das verspricht dann immer schon eine schöne Fotolocation. So, ihr Lieben, welche Kamera habe ich jetzt in meinem netten Herrenhandtäschchen? Na klar, ich habe meine Canon EOS M50 eingepackt. Passend zur M50 habe ich mir noch ein weitwinkliges Objektiv ausgesucht, denn ich möchte natürlich den ähnlichen Look haben, den mein 17-35mm von Tamron an meiner Canon EOS R hat. Das heißt, ich habe mich hier fürs 11-22mm Objektiv für die Canon EOS M entschieden. Wenn ich den Crop-Faktor mit einrechne, dann bin ich ungefähr bei 17 bis 35 mm hier äquivalent zum Vollformat. Ich möchte natürlich auch auf meine Filter nicht verzichten, mit denen ich ja sehr gerne fotografiere. Und deshalb habe ich heute natürlich nicht den K9 mit. Der K9 wäre natürlich für die M50 viel zu groß, auch fürs Objektiv. Sondern ich habe heute mal den K75 mitgenommen, auch von Case. K75 habe ich euch schon mal vorgestellt, verlinke ich euch gerne auch nochmal hier im Video für den, den es interessiert und vor allem für den der K75 interessant ist. Das ist nämlich für alle, die mit einer APS-C-Kamera oder mit einer Systemkamera unterwegs sind und eben nicht so viel Filter brauchen, die eben kein 100er System brauchen, für die so ein 75er System völlig ausreicht. K75 sagt ja der Name schon, ihr habt dort Slim-Filter, mit denen ihr fotografiert. Das heißt, die Filter sind nur 75 breit und nicht 100 und die Filter sind auch wesentlich dünner. Und zwar ist ja ein normaler Steckfilter 2 mm und die 75er Steckfilter, die sind nur 1,2 mm. Das heißt, ihr spart natürlich einen Haufen Material und der Preis ist dementsprechend auch, tja, schnäppchenmäßiger, möchte ich mal fast sagen. Nein, der ist natürlich interessanter, denn ihr kriegt so ein komplettes System bei Case, den K75 schon um die 300 Euro. Der K75 hat die gleichen Funktionen. Ihr könnt den Polfilter vorne magnetisch einklicken, habt an der Seite ein Stellrad und damit könnt ihr euren Polfilter dann eindrehen. Insbesondere natürlich von Vorteil, wenn ihr vorne schon einen Steckfilter drin habt, denn dann kommt ihr an den eigentlichen Polfilter nicht mehr zum Drehen ran. Das Ganze funktioniert wie beim K9, ist quasi identisch. Preislich aber um die 300 Euro. Da kriegt ihr ein System, ihr kriegt eine Tasche, ihr kriegt den K75-Halter, ihr kriegt den Polfilter, ihr kriegt einen ND1000-Filter. Und ihr kriegt einen Verlaufsfilter mit bei. Und das für 300 Euro ist im Gegensatz zum K9 natürlich schon eine Ansage. Im Moment gibt es sogar noch eine Rabattaktion. Und zwar hat Case zwei Systeme geschnürt, zwei Pakete. Einmal für den Einsteiger und für ein bisschen Fortgeschrittenen. Da spart ihr schon gegenüber dem Einzelkauf. Und da gibt es von mir jetzt nochmal 5% mit einem ganz speziellen Rabattcode. Und zwar heißt der Filterfotograf K75. Rabattcode kriegt ihr natürlich nochmal unten in die Videobeschreibung. Also für alle, die sich schon mal überlegt hatten, Mensch, ein K75-System für meine Systemkamera, reicht mir das völlig aus? Der könnt ihr ja zuschlagen. Insgesamt kriegt ihr natürlich dann, tja, spart ihr gute 10% gegenüber dem Einzelkauf, der ja bislang nur möglich war. Ihr Lieben, ich werde jetzt noch auf meinen Sonnenuntergang warten. Das Ganze sieht ziemlich gut aus. Ich habe schon zwischendurch gedacht, na, jetzt könnte es natürlich blöd werden, denn diese Richtung, wo die Sonne untergeht, tja, da haben die netten Strandbauarbeiter hier noch ihre Arbeit verrichtet und haben hier noch Buhnen quasi ja, in den Strandsand gehämmert.
Jetzt haben sie aber Feierabend gemacht, sind jetzt einmal hier an mir vorbeigezogen. Die Spuren aus dem Sand am Strand, die kriegen wir leider nicht weg, aber zumindest sind die hässlichen Baumaschinen hier verschwunden und ich habe die nachher nicht im Sonnenuntergang. Das heißt, Sonnenuntergang, Wetter sieht gut aus, ihr seht, strahlend blauer Himmel, obwohl so strahlend blau ist auch eigentlich nicht so gut für einen Sonnenuntergang. So ein Wölkchen wäre nett. Ja, ich habe immer irgendwie was zu meckern, ne? Wir nehmen das jetzt so mit. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt auch einen schönen Touchdown kriegen. Das heißt, der Sonnenball könnte natürlich hier zum Sonnenuntergang den Horizont berühren. Kann auch gut aussehen. Können wir vielleicht einen schönen Blendenstern bei anfangen. Wir werden mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich gehe jetzt noch ein Stück hier den Strand runter. Guck mal, ob ich noch das ein oder andere Foto machen kann. Vielleicht schon mit einer Langzeitbelichtung. Und dann warte ich hier auf den Sonnenuntergang. So, Sonne ist jetzt verschwunden, aber es gab einen schönen Touchdown. Das heißt, die Sonne hat schön hinten den Horizont berührt und ich denke, ich konnte hier das eine oder andere tolle Foto machen. Ihr seht also, es muss nicht immer die große Vollformat sein. Das kann auch mal hier eine M50 sein oder auch eine andere Kompaktkamera. Was mir wichtig war, war natürlich ein Filtersystem, damit ich eine ausgewogene Belichtung hier gleich von Anfang an habe. Das K75 ist da tatsächlich interessant. Ihr habt es gesehen und für alle, die vielleicht nur APS-C fotografieren oder sagen, hey, meine Kompaktkamera, die reicht mir, aber ich möchte vielleicht doch nicht auf den Filter verzichten, kann ich euch tatsächlich wärmstens hier nur den K75 von Case empfehlen. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein für meinen heutigen Fotowalk, ja unter der Thematik 10 Tage, 10 Fotos. Das heißt, wenn euch mein Fotowalk schon gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch mal die Videos der anderen YouTuber an. Wie gesagt, ich verlinke euch natürlich alle Kanäle hier bei mir unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ihr Lieben, wenn euch der Fotowalk hier gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und vielleicht wart ihr ja auch schon mal hier an diesem Strand, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Ob ihr den Strand kennt, ob ihr schon mal hier wart, wann ihr hier wart, habt ihr Sonnenuntergang, Aufgang fotografiert, wart ihr mit dem Hund spazieren? Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch dafür da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.